Alles klar. Oh, das Level sieht ein bisschen offener aus. Situation isn't pretty. This next sector is completely overrun. There's a pipeline that the swarm's using as a superhighway to spread through the colony. You go ahead and find that pipeline and I'll see if we can figure out a way to destroy it. We need to stop these bugs from getting out. Seht ihr das? Stopp. Ich kann hier auf der Karte zeichnen. Wie machst du das denn? Ah, da. Ja, genau. Wie abgedreht ist das denn? Okay. Ah, hier liegt ein äußerst wichtiges Story-Element. Hast du einen Flammenwerfer? Ja. Krass. Aber ich habe schon gesehen, eine Kettensäge gibt's wohl auch. Oh, 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 reloading. Was ist das denn? Die Heal Gun. Ach du Scheiß. Oh, ich bin tot. Oh, oh. Das kam unerwartet. Scheiße. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Bei mir sieht's auch nicht gut aus. Ah. So viel zu Difficulty, ne? Ah, der Anton macht das jetzt. Vorhin rechts oben in ein Gebäude rein. Da gehen wir die Tür auf. Ja, ist auch ein rotes, blinkendes Rechteck. Sieht gut aus. Ist das schon wieder so ein Minigame? Oh, oh, oh! Das war's. Was ist los? Hast du dein Mikro ausgemacht? Also ich höre nichts. Hörst du ihn noch? Ich auch nicht, nee. Okay, wir hören dich nicht. Okay, wir hören gar nichts. Irgendwas stimmt da nicht.
Aber der hat doch vorhin was gesagt beim ersten Level, oder? Im zweiten auch noch. Ja. Nur jetzt schon seit einer ganzen Weile nicht mehr. Ja. User disconnected from your channel. Vielleicht startet dein Rechner neu. User joined your channel. Test. Da bist du wieder. Da ist er. Juhu. Das eine geht. Was geht? Also der eine Button geht bei der Maus, der andere nicht. Also ich habe 5 Maus-Buttons. Zwei davon sind für Push-to-Talk. Und ja, irgendwas ist kaputt. Ist ja nicht so, dass ich nicht ausprobiert hätte. Ich musste TS neu starten, damit das funktioniert wieder. Das, also und deine Aussage gerade, du hast 5 Maus-Buttons und 2 sind für Push-to-Talk. 2 davon, hat mich gerade dran erinnert an diese... Ja, in World of Warcraft, die Paladine, die haben da so eine Bubble. Ja. Ja. Da sind die unverwundbar. Und das war dann halt so ein Witz, dass das Keyboard von Paladin, das besteht halt dann nur aus dieser Bubble und dem Hearthstorm. Im Hearthstorm beamt sie sich halt nach Hause in ihre Heimatstadt wieder weg. Und alternativ gibt es halt noch auch vom Warlock, das halt, da gab es so einen Deathcoil-Spell, der halt auch ziemlich overpowered war. Und dann halt auch ganz Keyboard nur mit Deathcoil voll. Ja. Unglaublich witzig. Ja, sollen wir es selber nochmal spielen, oder?